Hi Freunde, das freut mich, dass ihr wieder da seid. Ja, Freunde, freut mich. Alles klar. Ja, ich bin der Jörg vom Channel Crossbows und Airgunfun. Und wir setzen heute die kleine Review-Serie über Hähnelgewehre fort. Heute geht es um das Modell 303 und wie ihr hier hinter mir seht, liegen mal wieder zwei Gewehre auf dem Tisch. Es sind wirklich zwei 303. Wobei das eine hatte ich mal gekauft, mal ersteigert bei IGAN und das andere, das war ein Irrtum. Da hatte ich auf ein Modell 300 geboten. Auf den Bildern in der Auktion war allerdings der Modellname nicht zu sehen, sodass ich mich auf die Aussage des Versteigerers, also des, ja, desjenigen, der das Gerät versteigert hat, verlassen musste. Und als das Gewehr dann ankam, war es kein 300, sondern ein 303. Na gut, nun habe ich also zwei. Ja, es handelt sich natürlich auch wieder um ein Knicklaufgewehr. Und es wurde. Jetzt muss ich nachgucken. Moment. Also das ursprüngliche Modell wurde bereits schon in den 60er Jahren konzipiert und hergestellt. Und die Ausführung, die wir hier haben, die stammt von 1989. Natürlich haben wir hier auch wieder die üblichen Zutaten, das heißt ein Dachkorn, in dem Fall auch mit einem Kornschutz versehen, so wie es eigentlich sein müsste. Ich glaube, das ist gar nicht im Bild. So. Muss ich aufpassen, dass mir nicht der Ständer umkippt. Gut. Dann haben wir die übliche Schieberastkimme, wobei diese hier auch noch mit einer Mikrometer Seitenverstellung ausgestattet ist. Du kannst also in der Höhe einjustieren und auch in der Seite, falls das Gewehr ein bisschen um die Ecke schießt. Dann haben wir natürlich einen Abzug und dieser Abzug ist verstellbar mit am Druckpunkt und hier hinten haben wir die seit einiger Zeit damals übliche Schiebesicherung, die auch automatisch funktioniert. Also sobald das Gewehr gespannt wurde, kommt die Sicherung raus und du musst, bevor du schießen möchtest, die Sicherung wieder reinschieben in die Hülse. Bei diesen Ausführungen hier gibt es eine Besonderheit. Diese Ausführungen wurden etwa ab 1983 gebaut und da gibt es einen veränderten Schaft. Vielleicht könnt ihr das ein bisschen sehen. Der ist etwas sportlicher gestaltet und etwas wuchtiger. Die älteren Schäfte, die waren ja mehr so, gingen hier vorne so ziemlich zusammen, also wurden flacher und waren hier im hinteren Teil auch runder ausgeformt. Hier hat man also einen richtigen scharfen Pistolengriff. Und was man dann hier vielleicht sehen kann, ich hoffe, dass. Das könnt ihr irgendwie sehen. Auch die Schaftbacke ist, also es gibt hier überhaupt eine Schaftbacke. Bei den älteren Schäften gibt es ja gar keine Schaftbacke, so dass also die Handhabung von dem Gewehr im Anschlag etwas moderner und komfortabler ist. So. Dann schaue ich mir mal noch die restlichen technischen Daten an, beziehungsweise sage ich euch die restlichen technischen Daten. Also die Lauflänge beträgt etwa 450 mm, die Gesamtlänge etwa 1090 mm, also ein kleines bisschen mehr als ein Meter. Das Gewicht sind 3065 Gramm, also rund 3 Kilo. So, und das ist eigentlich auch schon alles. Den Rest habe ich vorher schon gesagt. Wichtig vielleicht noch, die Mündungsgeschwindigkeit V0 ist in den Datenblättern mit 175 Meter pro Sekunde angegeben. Aber das differiert ja immer ein bisschen,
je nachdem, wie schwer der Diabolo ist, den man verwendet. Aber also 175 Meter pro Sekunde, das ist ja dann schon die Grenze, was in Deutschland für ein freies Luftgewehr ab 18 Jahre frei erlaubt ist. Da kommt dann also so um die 7,5 Joule Mündungsgeschwindigkeit raus. Aber das werden wir wie immer messen und naja, mal sehen, was da rauskommt. Gut, ich baue mal die Messerei auf. So, ihr wisst ja, dass man den Abzugstest, also dass man ein Kipplaufgewehr oder überhaupt ein Luftgewehr mit einem Schlagfederverdichter nicht ohne eingelegtes Diabolo abdrücken soll, weil da das ganze System beschädigt werden kann. Deswegen müssen wir jetzt hier mal laden. Bei dem Gewehr hier geht das ein bisschen straff. Dann habe ich meinen Abzugstester. Den schalte ich mal ein. Und habe jetzt auf Kilo und Gramm umgeschaltet. Und dann legen wir mal los. Und diesmal hat es erstaunlicherweise sofort geklappt. Also das Gerät zeigt ein Abzugsgewicht an von 1,614 Kilogramm. Weiß nicht, ob man das hier sehen kann. Ich probiere es mal. Ja, ist vielleicht zu sehen. Gut. Prima, das war der Abzugstest. Ja, das ist jetzt der dritte Versuch zum Chronitest. Geht natürlich immer alles schief, was schief gehen kann. Erst hat sich die Kamera selber ausgeschaltet und beim zweiten Mal hat der Kroni gesagt, Batterien wechseln. Dann versuchen wir es jetzt nochmal. Also 5 Schuss, die durchschnittliche Mündungsgeschwindigkeit 168 Meter pro Sekunde, Minimum 162, Maximum 172 und die Konstanz ist 9,85. Na gut, das ist jetzt nicht so der Brüller. Standardabweichung 3,52 und das war's gewesen. Also wir kommen nicht ganz an die Werte des Datenblattes ran, aber ganz so schlecht war es auch nicht. Mal abgesehen davon, dass eben hier die Spannenabzugsmechanik irgendwie ausgestiegen ist. Na gut, wir werden es reparieren und dann sage ich euch Bescheid, was es war. Das war's erstmal dazu. So, dann kommen wir mal zum Schusstest. Ich habe ja noch ein zweites Gewehr, wie ihr vorhin gesehen habt, von dem Modell und versuche jetzt halt mal mein Glück.
Ich versuche stehend freihändig zu schießen, weil ich mit dieser Auflage ja auch nicht so recht zurechtkomme. So, ich glaube, das waren 10 Schuss. Ich gucke jetzt mal, was rausgekommen ist. Gut, dann kommen wir zum Fazit. Gut, also zum Fazit. Wie ihr seht, schießen diese alten Dinger noch ganz gut. Hängt natürlich auch davon ab, wie gut man selber schießen kann und mit Kimme und Korn. Naja, hatte ich euch ja schon ein paar Mal gesagt, da habe ich etwas Probleme, weil entweder ich sehe das Ziel scharf oder das Korn eigentlich nie oder die Kimme. Ja, ist schon etwas schwierig geworden. Und das ist dann auch beim aufliegend Schießen stehend nicht so dolle, weil ich habe da hier nur so ein dürres Ding. Und das wackelt dann trotzdem noch. Aber egal. Spaß macht es ja trotzdem. So, bin ich wieder im Bild. Was bei den alten Geräten natürlich trotzdem immer wieder passiert, dass sie unterwegs kaputt gehen. Die sind nun mal alt. Also hier diese beiden 303er kommen, stammen ja aus den 80er Jahren. Das sind also gut um die 40 Jahre, die sie alt sind. Und da kann das schon mal passieren, dass da Verschleißteile kaputt gehen, irgendeine Einstellung nicht mehr richtig stimmt. Und ich denke, bei dem 303 ist auch wieder das Problem, dass der Abzug vielleicht zu leicht eingestellt war. Aber wir werden sehen, ich werde euch berichten. Man kann auf jeden Fall treffen. Und da haben wir ja hier. Das freihändig geschossene Ergebnis und hier das aufgelegt geschossene Ergebnis. Das sind nun keine super Treffergruppen, aber es ist auch nicht so schlecht. Also, das 303 ist auch kleiner als das 302, also insgesamt kürzer und damit leichter handhabbar mit den Ausführungen hier aus den 80er Jahren mit dem veränderten Schaft. Ist das Ganze auch etwas komfortabler und naja, die sind halt für wenig Geld in Versteigerungen zu bekommen. Also wer Lust hat, sollte sich ruhig das 303 mal anschauen und vor allen Dingen Spaß haben. So, und beim nächsten Mal machen wir dann weiter mit dem Modell 304. Hab Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.